Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Kölbe. Sonntage im Kirchenjahr. Das ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, die tragen manchmal sehr merkwürdige Namen. Es ist manchmal gar nicht so leicht, die flüssig auszusprechen. Warum das so ist? Einmal ist es Tradition, einmal ist es aber oft auch wie ein Kurzhinweis auf das Thema eines Sonntags. Und so ist es heute auch. Der heutige Sonntag heißt Reminiscere. Auf Deutsch heißt das so viel wie sich erinnern oder gedenken. Das Thema ist also sich an jemanden erinnern, an jemanden denken, mit jemandem sein. Das gilt für uns Menschen untereinander, das gilt aber auch für unser Verhältnis zu Gott. Gott erinnert sich nämlich auch immer wieder an uns. Wenn keiner mehr an einen denkt, dann ist man wirklich vergessen. Wenn wir niemanden haben, an den wir denken können, sind wir allein. Wir brauchen Gottes liebevolles Mitdenken an uns. Wir hören Worte aus Psalm 25. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Herr, zeige mir deine Wege, und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir all meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Herr unser Gott, auf dein Wort verlassen wir uns, an dein Versprechen halten wir uns. Auch wenn es in uns und in der Welt wüst aussieht, so als ob sich nur wenig zum Guten verändern würde. Auch wenn wir manchmal nur wenige sind und auch noch Fehler machen, es ist doch deine Gemeinde. Es ist dein Frieden, es ist dein Reich, das du uns schenkst durch Jesus Christus. Daran wollen wir uns halten. Amen. Liebe Herr Jesus, an dir uns von Grund auf, dass allen, die
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 3. Kapitel. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg, und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn neu errichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht beim Propheten Jesaja im 5. Kapitel. Hört, ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen Weinberg anlegen. Er grub den Boden um und räumte alle großen Steine fort. Die besten Rebensorten pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mitten hinein und meißelte einen Keltertrog aus dem Felsen. Und wie freute er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben. Doch die Trauben waren klein und sauer. Urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem und von Juda, habe ich für meinen Weinberg nicht alles getan? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine und saure Trauben? Wisst ihr, was ich jetzt mit meinem Weinberg mache? Zaun und Schutzmauer reiße ich weg. Tiere sollen kommen und ihn kahl fressen. Ziegen und Schafe, sie sollen ihn zertrampeln. Nie mehr werde ich die Reben beschneiden. Nie mehr den harten Boden mit der Hacke lockern. Dornen und Disteln sollen ungehindert wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu bringen.
soll der Weinberg doch vertrocknen. Dies ist eure Geschichte, ihr Israeliten. Ihr seid der Weinberg und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich freute. Er wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht recht gesprochen, sondern es gebrochen. Liebe Gemeinde, ich nehme einfach mal an, die wenigsten von Ihnen haben einen eigenen Weinberg. Aber diese Erfahrung, von der hier so blumig gesprochen wird, davon können bestimmt viele ein Lied singen. Hier ist jemand, der sich immer wieder Mühe macht, Geld, Zeit und auch ja, Liebe in etwas investiert und trotzdem keinen Erfolg hat. Natürlich, irgendwann gibt er genervt auf. Für den Bereich Landwirtschaft, aus dem dieses Bild kommt, völlig nachvollziehbar. Trotz aller modernen Technik, trotz aller Arbeit, eine Erfolgsgarantie, die gibt es nicht. Das war damals im alten Israel so und ist heute bei uns auch so. Irgendwann hat man alles getan, was man konnte. Dann bleibt nur noch eins, warten. Und wenn es dann wiederholt keine brauchbare Ernte gibt, muss man sich etwas anderes überlegen, zumal irgendwann die eigene Existenz auf dem Spiel steht. Schlimm, sicher, aber an sich nichts Außergewöhnliches. Die Frage stellt sich mir allerdings, warum hat man diese an sich bekannte Erfahrung in der Bibel aufbewahrt? Vielleicht, weil es nicht nur um Landwirtschaft geht. Für die damaligen Menschen war der Begriff Weinberg auch ein bekanntes Symbol. Er stand für die Liebste, beziehungsweise die Arbeit am Weinberg war ein Bild für das Werben des Mannes um eine Frau. Eine Erfahrung, die alle Menschen zu allen Zeiten gemacht haben. Dass man Arbeit und Zeit in einen anderen Menschen investiert und auch, wenn sich die Methoden seit damals geändert haben, immer noch geht es darum, das Herz der oder der anderen zu erobern. Und dafür tut Mann und Frau, was möglich ist. Blumen schenken, Lieder dichten, sich schön anziehen oder vielleicht einfach mal nur nett sein. Manchmal, ich hoffe, das kennen Sie alle, ist das auch von Erfolg gekrönt. Manchmal aber auch nicht. Man kann sich einen Korb holen. Das bedeutet dann meist eine schmerzhafte Enttäuschung, die man aber dann auch akzeptieren muss, auch um nicht selber daran kaputt zu gehen und um irgendwann etwas Neues anzufangen. Dasselbe gilt für das Verhältnis Eltern und Kindern. Auch hier wird Liebe, Zeit und Energie in einen anderen Menschen, eben das eigene Kind, die eigenen Kinder, investiert. Schließlich, die sollen es gut haben, sicher leben, selbstständig werden und einen guten Start ins Leben haben. Und auch ohne selber Kinder zu haben, bin ich davon überzeugt, dass alle Eltern irgendwann diese Weinbergerfahrung machen. Wenn man alles getan hat, dann kann man irgendwann nur noch abwarten, was draus wird. Ob alles, was man dem Kind wünscht und mitgegeben hat, auch so wird. Oft genug klappt es, manchmal eben auch nicht. Manchmal muss man erkennen, wir haben nicht alles in der Hand. Manchmal muss man loslassen, obwohl man sein Kind über alles liebt. Und genauso wie bei Verliebten und bei Eltern ist das bei Gott. Nur, dass es Gott um uns Menschen geht. Damals mit dem Volk Israel und heute auch mit uns. Er hat sein Volk Israel in das gelobte Land geführt und um sie gekümmert. Er hat ihnen Regeln gegeben, damit ihr Leben gelingen kann, auch und vor allem das Zusammenleben. Sie haben Gott viel Mühe gemacht, aber er hat alles getan, was man tun kann. Und dann hat Gott gewartet, ob sie sich an seine Gebote halten und ihr Zusammenleben entsprechend organisieren. Ob eben, um mit dem Bild zu sprechen, dieser Weinberg gute Früchte bringt. Aber ehrlich gesagt, da konnte er oft lange warten. Soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeiten, Rechtsbrüche und auch die Abwendung von Gott sind keine Erscheinungen, die es erst in unserer Zeit gegeben hat. Und so beschließt er, wie in dem Lied beschrieben,
sich mit seinem Volk keine Mühe mehr zu machen. Die Folge war, so hat man es damals verstanden, dass sie aus ihrem Land vertrieben wurden. Und in der Fremde besannen sie sich irgendwann wieder darauf, auf Gottes Wort zu hören und durften dann auch zurückkehren. So konnte man sagen, durch diese Radikalmaßnahme hat er noch einmal alle Steine aus dem Weinberg entfernt und einen neuen Versuch gestartet, damit er gute Früchte bringt. Auch mit uns hat Gott sich viel Mühe gemacht. Er hat sich nicht nur Schwielen an den Händen geholt von der Arbeit auf dem Weinberg. Er hat sich, davon erzählt dann der Karfreitag, als Mensch die Hände und Füße regelrecht durchbohren lassen, damit wir zu ihm gehören können. Obwohl wir so sind, wie wir sind. Er hat uns, seiner Kirche und Gemeinde, gezeigt und gesagt, wie wir miteinander umgehen sollen. Dass wir die anderen genauso lieben sollen wie uns selbst. Andere annehmen und sogar unseren Feinden verzeihen sollen. So schwer und unrealistisch das auch klingen mag. Und nun? Nun wartet er darauf, was passiert. Darauf, dass wir gute Früchte bringen. Das heißt, für andere, etwas blumig gesagt, zum Segen werden. Manchmal habe ich da allerdings auch den Eindruck, auch da kann er lange warten. Von uns aus werden wir immer wieder in die menschlichen, allzu menschlichen Gewohnheiten zurückfallen. Da ist dann jeder sich wieder selbst der Nächste. Da bleiben wir egoistisch, halten uns lieber an das, was uns selber einleuchtet, als an das, was Gott will. Das sind die Steine im Acker, von dem der Text spricht, und die verhindern, dass wir leben, wie es Gott gefällt, und mit denen wir es uns selbst mehr als schwer machen. Was man dagegen tun kann? Erstmal eines, ehrlich sein mit sich selbst. Sehen, wie wir wirklich sind, ohne die Fehler und Macken auszublenden. Das ist anstrengend, gewiss, das hilft aber schon viel weiter. Und wir können noch mehr. Wir brauchen an unseren Fehlern und dem, was wir an uns erkennen, nicht ersticken oder zu resignieren, sondern wir können das auch immer wieder vor Gott loswerden, es aussprechen, ihn immer wieder bitten, entfern diese Steine in meinem Leben, vergib mir meine Schuld. Fang neu mit mir an, auch wenn ich es nicht verdient habe. Aber ich weiß, dass du es kannst. Das kann sehr erleichternd sein, denn Gott nutzt das nicht aus. Im Gegenteil, der freut sich darüber, dass es in seinem Weinberg anscheinend doch vorangeht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gott, du liebst diese Welt und wir sind dein Eigen. Mache uns deiner Liebe gewiss, wenn wir verzweifelt sind oder uns einsam fühlen, damit wir aus deiner Liebe leben können. Stärke uns, ehrlich mit uns selbst zu sein und mehr deiner Barmherzigkeit zu vertrauen. Tröste uns in der Gewissheit, dass wir bei dir geborgen sind in allen Lebenslagen, im Sterben und über den Tod hinaus. Wir bitten dich heute für alle, die Verantwortung tragen und Fehler machen, dass du sie stärkst und auch ihren weiteren Weg mitgehst. Lass sie und ihre Menschen spüren, dass sie von deiner Barmherzigkeit und Liebe getragen sind. Wir bitten dich für unser Miteinander und unsere Kirche, dass sie ein Ort des barmherzigen Umgangs und der liebevollen Neuanfänge bleibt. Und wir fassen unsere Gebete zusammen, wie Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.